lautstarker Protestumzug an der Gesamtschule Bergedorf. Mit Pauken und Trompeten und allem, was sonst noch Lärm macht, zogen die 1600 Schüler, Lehrer und einige Eltern um die Brandruine ihrer Sporthalle. Aufgerufen zu dem lärmenden Protestzug hatte der Elternrat der GSB. Wir haben im vergangenen Juli den Brand gehabt. Dann kam zwischendurch mal die Senatorin und hat gesagt, das muss ja dringend gemacht werden. Und seitdem sind die da in Hamburg völlig abgetaucht in der Behörde. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt reicht's. Die Idee war, im Grunde genommen wie damals in Jericho, 7-mal um die Turnhalle zu laufen, in der Hoffnung, dass die Mauern einstürzen, dass auch die Mauern in der Hamburger Schulbehörde so wackeln, dass sich da auch wirklich jetzt endlich etwas bewegt, dass es vorangeht mit dieser Sporthalle. Unüberhörbar, an der GSB sind Schüler, Eltern und Lehrer mittlerweile richtig sauer auf die Behörde. Denn seit nunmehr 9 Monaten muss Bergedorfs größte Schule um Hallenzeiten in den benachbarten Turnhallen betteln. Viele Sportstunden fallen dennoch aus. Die Situation ist schwierig. Wir haben die Turnhalle normalerweise mit über 130 Stunden Sport belegt und müssen jetzt ausweichen. Im Winter auf andere Quartiere, auf die TSG. Andere Schulen geben uns Räume ab und unterstützen uns. Für die Kollegen gibt es keine Pausen, für die Schüler gibt es keine Pausen, weil sie hier und her wandern müssen. Und wir müssen Teil des Sportunterrichts streichen. Rückblick: Im Sommer sollte das Dach der 35 Jahre alten Sporthalle eigentlich neu gedeckt werden. Bei den Arbeiten brach dann am 14. Juli ein Feuer aus. Obwohl die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte, breiteten sich die Flammen schnell aus. Die Decke der Turnhalle stürzte dann teilweise ein. Die Bilanz: 900.000 Euro Schaden. Ein Wiederaufbau lohnt sich nicht. Wir haben schon im Februar von der Senatorin die mündliche Zusage eines Neubaus, aber keine weiteren Schritte zur Umsetzung. Wir haben unsere Wunschzeichnungen für unsere Halle schon im September gehabt. Also wir wissen eigentlich, was wir wollen und warum das alles so lange dauert, das entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht liegt es daran, dass der Entwurf der bekannten Architekten Bothe, Richter und Terrani gut 2,5 Millionen Euro kosten soll. Fast 3-mal so viel wie die Versicherungssumme. Wenn es nach uns geht, wird es wieder eine Dreifalthalle. Die Zugänge sollen von den Seiten erfolgen, sodass man jedes Drittel einzeln bespielen kann. Und im Anschluss daran wünschen wir uns eine Art Kulturarena, eine Versammlungs- und Aufführungsmöglichkeit für unsere vielen Schülerinnen und Schüler. Wir haben einen Raum, in dem wir höchstens 250 Menschen versammeln können. Das reicht für keine Ausschulungs- oder Jahrgangsfeier. Wir wünschen uns hier eine Kombination. Und so soll es nun auch werden. Noch während die Schüler protestierend um die Halle marschierten, kam ein erfreulicher Anruf aus der Schulbehörde. Nur telefonisch haben wir die Zusage, dass es Anfang der Sommerferien vielleicht zu einem Bau kommt, zu einem Baubeginn kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall krass zu machen. Baubeginn im Sommer, Riesenjubel bei den Schülern. Wichtiger jedoch ist den Verantwortlichen, wann der Bau fertig wird, die neue Halle dann endlich genutzt werden kann. Aus meiner Sicht ist absolute Eile angesagt. Nicht nur für uns, auch für den Stadtteil. Die Vereine wollen hier abends auch spielen. Man muss sehen, dass diese Halle täglich von 8 bis 22 Uhr und auch noch am Wochenende besetzt war in Bergedorf. Also ich bin ja immer positiv. Ich würde gerne die Einweihung zum 1.9. haben.